bei mir zu Gast Monika Griefan, SPD-Bundestagsabgeordnete, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und im Ausschuss für Kultur und Medien. Ihre Themenschwerpunkte sind in der auswärtigen Kulturpolitik, im Film, in der Musik und auch noch in den deutsch-französischen Beziehungen. Außerdem ist sie Mitglied verschiedener sozialer und umweltorientierter Organisationen. Hallo Frau Griefan, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt richtig vorgestellt. Naja, so ungefähr, man macht immer so viele Sachen. Die Liste Ihrer Aufgabenfelder ist ja wahnsinnig lang. Mhm. Und da komme ich schon gleich zu meiner ersten Frage. Sie haben bestimmt irre viel zu tun. Ja. Und müssen wahrscheinlich als Politikerin wahnsinnig viel lesen. Ja, aber leider nicht immer das, was man gerne möchte. Deswegen folge ich gerne diesem Aufruf, lieber Buch lesen als abwaschen. Also gerade wenn ich abends nach Hause komme, habe ich keine Lust mehr, Papiere oder sonst was zu lesen. Und dann lese sehr gerne einen Roman oder irgendwie was, wo ich ganz andere Ideen und Gedanken bekomme. Ja, dazu kommen Sie tatsächlich noch privat auch noch zu lesen. Also mit meinen Kindern sehr viel. Ich lese auch sehr gerne Jugend- und Kinderbücher, weil ich auch mitkriegen will, was bewegt die heute. Was sind heute so die Sachen, die da dran sind. Aber ich lese auch gerne abends so vor dem ins Bett gehen. Dann schaffe ich aber meistens nicht mehr als ein paar Seiten, weil ich dann wirklich zu müde bin. Ja, und wenn Sie dann morgens ins Büro kommen, liegt wahrscheinlich schon so ein aber Stapel wirklich, ja. an. Was liegt da alles so? Also in der Regel muss ich natürlich eine ganze Menge E-Mails angucken. Man kriegt so als Abgeordnete ungefähr 200 am Tag. Die wollen auch beantwortet werden. Nicht alle muss man beantworten. Manche sind auch nur Informationen, aber trotzdem muss man sie screenen. Dann gibt es einfach wahnsinnig viel an Papieren, an Bundestagsdrucksachen, an Gesetzesvorschlägen, an Arbeitsgruppenvorschlägen, Entwürfen, Artikel, die ich selber schreiben muss, wo ich zu etwas recherchieren muss und so weiter. Mhm. Und dann wahrscheinlich noch die ganzen Artikel, die man sonst so gelesen haben muss, damit man informiert ist, was alles so los ist. Das kommt natürlich dazu. Manchmal lese ich leider erst abends die Zeitung und kriege dann erst mit, was sozusagen eigentlich heute Diskussion war, weil ich so viele Sachen hatte, dass ich das Aktuelle, Sonstige gar nicht so mitbekomme. Aha. Und also ich nehme mir häufig die Zeitung mit und lese sie auf dem Weg nach Hause. Ach du Schande. Ja. Ja, Sie werden ja sicherlich informiert, wenn irgendwas ist. Wenn was Dringendes ist, natürlich. Aber genau. Wie viele Lesestunden haben Sie so im Tag? Was meinen Sie? Also eine ganze Menge. Ich habe natürlich auch viele Sprechstunden. Also das heißt, man muss auch sehr viel mit Leuten sprechen, sich unterhalten, versuchen, Probleme zu lösen. Aber also es kommen bestimmt reine Nettozeit lesen, 3-4 Stunden bestimmt zustande. Das ist schon ganz schön viel. Aber eben nicht das, was ich nicht sozusagen das, immer was möchte. Sie möchten. Ja. Und dann lesen Sie abends Sachen, die Sie gerne möchten, ja, genau. Mit Ihren Kindern zusammen. Wenn ich in Berlin bin, sind meine Kinder nicht da, die wohnen in meinem Wahlkreis. Aber wenn ich zu Hause bin, lese ich sehr gerne. Also wir lesen auch abends im Bett dann immer irgendwas. Und da schlafen alle viel besser, wenn man also abends im Bett miteinander liest. Das ist sehr toll. Und wir lesen uns jetzt gegenseitig vor. Also meine jüngste Tochter ist jetzt 12. Und wir haben jetzt eingeführt, dass wir uns gegenseitig vorlesen, damit man diese Tradition des Vorlesens nicht aufgeben muss.